damit herzlich willkommen zur schon fünften Folge YouTubers Live. Ich finde das Spiel einfach mega nitzer und deswegen sind wir jetzt auch schon in der fünften Folge. Wir müssen wieder arbeiten gehen, damit wir uns unsere neue Spielkonsole leisten können. Allerdings sind wir wieder zu müde, um in der guten Arbeit teilzunehmen. So, das langweilige Spiel ist Mall Turismo 4, wurde von Honey Play Studios veröffentlicht, ja. Wir gehen aber nochmal arbeiten, und zwar Verkäufer im Spieleladen. Das bringt uns momentan am meisten Geld. Das machen wir direkt zweimal nacheinander. Dann gehen wir kurz was essen und dann nochmal schlafen. Oh, und was geht? Bin nur da, um ein bisschen zu spielen. Jay, das ist ja unsere Mitbewohnerin aus der letzten Folge. Denn falls ihr die nicht gesehen habt, wir sind in eine neue Wohnung gezogen. Wir haben jetzt hier unsere eigene Wohnung. Und können jetzt hier leben, lachen, weinen, trauern, keine Ahnung, alles machen. Sind jetzt auch nicht mehr überwacht von den Eltern und so, müssen nicht mehr lernen gehen. Alles supi. Und alles, oh, von der PSP wurde veröffentlicht. Sehr schön, weil ich will mir eh eine PSP kaufen. So, jetzt schnell essen und schlafen. Und dann geht's wieder arbeiten, denn wir sparen halt wirklich auf diese PSP. Weil ein Freund uns in der letzten Folge ein Spiel dafür geschickt hat und uns 126 Dollar gibt, wenn wir für ihn ein Video machen. So, nehmen wir jetzt erstmal kurz ein Wasser raus. Leckerli. Zack, und dann schlafen. Und dann geht's wieder arbeiten, mein Freund. Ja, gehen wir gärtnern. Oh ne, ich verliere wieder Abonnenten. Aber ich habe keine Zeit, Leute. Ich kann jetzt gerade nicht für meinen Kanal etwas tun. Wir müssen arbeiten gehen. Oh Mann. Wir machen einfach noch nicht genug Geld mit YouTube, dass ich das so hauptberuflich machen könnte. Also dann nochmal Verkäufer im Spieleladen. Und dann haben wir auch schon genug Geld endlich. Oh. Schnell ein Sandwich. Und hey, ich muss nur gerade etwas für meinen Computer holen, bin gleich wieder weg. Jay, die chillt ja auch nur echt selten, ne? Ich meine, das sind unsere Mitbewohnerin. Warum ist die nur so selten? Hat ihr eigenes Zimmer oder was? Sehr schön. Ich sehe schon, du hast das Video, worum ich dich gebeten habe. Nein! Nein, der Freund ist jetzt verärgert. Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal zu so einer Party, ne? Wir müssen uns wieder aufmuntern, weil wir verkackt haben. Wir müssen auch mal neue Anziehsachen kaufen. Zack. Lass zum Event gehen. Und neue Karten haben wir auch. Sehr schön. Aber wir können uns jetzt auch endlich die neue Konsole kaufen. Boah, schon wieder alles hier so überstürzt in dieser Folge. Das ist halt YouTubers Live, ne? So, was machen wir? Wir können vloggen. Oder nicht? Können wir nicht vloggen auf Events? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach noch nicht funktioniert. Auf jeden Fall geht's noch nicht. Egal, hier, Kali, viel Ansehen. Alter, die ist auch heftig. Zack. Reden. Hallo. Ich muss immer hier die YouTuber-Kontakte knüpfen. Damit ich die überall anschalten kann und so. Vielleicht können die mir dann irgendwie helfen. Kann ich hier ein paar Bus geiern? Kein Ding. Mehr Robotik, ey. Ziemlich enttäuschend, ja. Das fanden irgendwie alle. Wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Nice. Kali und ich sind jetzt Bekannte. Dann tatsen wir doch mal. Nope, Robotic Indian war ein totaler Flop. Tanz. Ja. Reden wir noch mal ein bisschen hier. Hast du die neue PC gesehen? Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Ja, wir haben die schon. Aber die Party wird lame, tschüss. Wir gehen. Wir haben diese PC schon, die neue Spielekonsole. Von diesem Moment an konnte ich zu Partys gehen. Ja, ich weiß, dass ich zu Partys gehen konnte.
Manche Veranstaltungen hatten eine Kleiderordnung, also musste ich immer ein passendes Outfit tragen. Genau, hier, jetzt müssen wir Kleidung kaufen. Wir müssen Kleidung kaufen. Na, na, na. Wollte ich ja eh machen. Dann können wir uns auch gleich einen neuen Monitor anstatt eine neue Spielkonsole kaufen, wenn wir eh jetzt Kleidung einkaufen müssen. Ich hatte die Kleidung gekauft, die ich benötige. So, wir kaufen uns jetzt einfach mal hier coole Sachen. Was gibt's denn? So ein karierter Pullover. Oh, hier so ein Smoking, aber der ist halt teuer. Den können wir uns auch noch kaufen, aber erstmal nicht, würde ich sagen. Also ein Superhelden-Outfit. Ich würde sagen, wir holen uns hier mal so ein New York Basketball-Trikot. $140! Alter, nee. Wir holen uns hier ein Cartoon-T-Shirt. Dann noch ein Hemd, würde ich sagen. So ein Brofist-T-Shirt. Und noch so einen kleinen Pullover, zweimal. Und dann für 125 Euro hier einfach mal schnell bestellt. Kein Problem, dann müssen wir jetzt wieder arbeiten gehen. Dann müssen wir halt jetzt wieder arbeiten gehen. So. Perfekt, dann haben wir das erledigt. Und ich glaube, unser PC ist so ein bisschen kaputt, ne? Reparieren, kostet auch nochmal 20. Dann gehen wir nochmal schlafen und danach gehen wir wieder arbeiten. Arbeiten. Programmierung. Oh, sehr schön. Du verlierst Abonnenten. Oh, ja, stimmt. Wir müssen mehr aufnehmen. Wir lassen unseren eigentlichen Beruf, nämlich YouTuber, einfach außen vor. Wir gehen hier immer arbeiten einfach so ganz normal. Es gibt auch irgendwie mehr Geld. Zack. Hallöchen, bist du Jay? Ich habe... Nein. Ja, wir können für dich ein Video aufnehmen. Für den Dolby-PC. Perfekt. Agri Mac in Busy Town. Ja, klar. Für den PC können wir alles machen. Zack. Machen wir doch mal eine Preview für den Freund. Dafür kriegen wir auch noch mal ein bisschen Geld. Dann gehen wir noch mal schlafen. Zack, öffnen das Paket. Und machen dann auch direkt die Preview. So. Agri Mac in Busy Town. Ist zwar nicht so angesagt, aber egal. Wir machen einfach mal eine kleine Preview dazu. Zack. Und dann sagt unsere Mitbewohnerin: Morgen hast du den ganzen Tag damit verbracht, Videos hochzuladen. Du bist wirklich übermüdlich. Unermüdlich. Ja, ich muss immer Videos hochladen. So. Wütende Autos wüten in Busy Town. Angry Mac Preview. Zack. Neko. Dann produzieren wir jetzt erstmal noch ein kleines Video hier. Das ist meine Fan. Ich wollte schon sagen, nicht, dass sie jetzt ineinander sitzen. Ein urhebergeschütztes Musikvideo machen wir. Erstmal hier vorne dran. Da kriegen wir aber Ärger mit der Polizei, ne? Egal, komm. Hier ein sarkastischer Kommentar. Ja, können wir reinhauen. Dann noch, du bist ein Level aufgestiegen. Da kommt unser mörderischer Blick an den Start. Wenn wir ein Level aufsteigen, dann ist das schon was Besonderes. So, dann haben wir noch mal einen sinnlosen Kommentar raus. Und nochmal hier einen kleinen Abspann. Patz. So haben wir auch schon mal unser Video aufgenommen. Und begeben uns dann in den Schnitt. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. So. Warte, wenn wir das hier vormachen, ist es noch besser, denn das dahinter. Oh, das ist eigentlich sehr, sehr gut geschnitten, Leute. Perfekt. Dann jetzt wieder alle Effekte rein und rendern. 66% Interesse sogar. Und eine übelste heftige Videoqualität, Nachbearbeitung und Inhalt. Alter, wir kriegen übelst viele Level-Ups. Nice. Hochladen. Und wir haben übel wenig Geld. Oh ja, genau. Wir müssen Miete bezahlen. Insgesamt zu zahlen 80. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell arbeiten. Und zwar Zeitung austragen. Dann nochmal schlafen.
Und nochmal was essen. Oh Mann, Mann, Mann. Und nebenbei noch hier das YouTube-Video hochladen. Hier, oh, wir können das Fenster gucken. Hallo Jay, ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine große Erwartung, aber bisher gelernt. Der Film soll großartig sein. Kommst du mit? Können wir jetzt vloggen endlich? Ich probiere es einfach mal. Danke Jay, dass du das Video hochgeladen hast. Ich werde meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Kein Ding. Oh, jetzt können wir auch endlich die Miete bezahlen. Und so, essen wir nochmal jetzt schnell was. Ich würde sagen, wir holen uns einfach mal nochmal ein Sandwich. Und dann ziehen wir uns um und gehen ins Kino. Ja genau, wir haben jetzt neue Sachen. Erstmal hier die Cap bleibt natürlich. Dann unser Cartoon-Shirt hier passend zum neuen Film. Dann als Hose, ja, da haben wir gar keine neue, ziehen wir unsere schwarze Jeans einfach wieder an. Es ist so schönes Wetter, ich bin mir nicht sicher, ob ich rausgehen will oder hier bleiben, um zu zocken. Alles klar. Dann ziehen wir wieder unsere Airbags an hier. Und nehmen einfach mal diese Brille hier unten. Ne, die sieht cool aus. Und würde sagen, gehen zum Kino. Ich hoffe, wir können jetzt mal vloggen. Das wäre auf jeden Fall mega Nizza. Vloggen geht schon bestimmt ab. So, da sind wir auch schon. Ja, Vlog aufnehmen! Machen wir jetzt mal hier ein kleines Musikintro. Zack. Dann, würde ich sagen, hier einen professionellen Kommentar, auch wenn das hier jetzt so nicht passt, aber es gab halt nichts anderes. Dann nochmal einen mörderischen Blick. Und eine fröhliche Äußerung. Das bin ich, ich. So, und dann du schaltest die Kamera aus. Also eine kleine Verabschiedung hier noch zum Schluss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, und das schnippeln wir zum Handy zusammen, oder was? Nee, ich werde es zu Hause bearbeiten. Okay. So, ist es jetzt schon vorbei, oder? Muss ich jetzt nach Hause gehen, oder? Wie läuft das hier? Reden. Mit Nikolas. Hallo Nikolas. Der kann aber gar nichts, der Noob. Hier ein roter Teppich, ne? Die haben die bestimmt nur wegen mir hier ausgerollt. Oh, hier Fotos. Oh, warte, wer ist das denn? Der sieht interessant aus. Der kann aber auch nichts. Der kann auch gar nichts. Was ist das? Zoe. Auch Level 1. Ich habe ja gesehen, nur fast nur auf dieser Spielemesse sind die heftigen YouTuber. Hier sind überall die Level 1er. Level 1. Warum sind hier nur Level 1er? Viel ansehen, Level 1. Level 1. Level 1. Hier gibt's echt nichts zu sehen im Kino. Können wir jetzt auch wieder gehen? Weil hier können wir nichts machen. Ich will nach Hause. Ich gebe mal hier Jocelyn ein Geschenk, weil sie uns die Wohnung organisiert hat. Hat das jetzt Geld gekostet? Aber nicht. Ja, aber wie kommen wir jetzt wieder nach Hause, Leute? Ja, ich würde sagen, diese Frage beantworten wir einfach mal in der nächsten Folge. Also schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt YouTubers Live. Bis dahin, ciao.